So, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Road to Master mit Chloronio. Und ich spiele heute Jungle, denn ich hatte ja mal in der letzten Runde gesagt, dass ich auch mal wieder jungeln will. Und ich spiele jetzt Master Yi, so den übelsten Face-Roll-Shit. Die haben auch Chivana. Ich war mir nicht sicher, was ich mitnehme. Ich habe jetzt einfach mal Warlords Bloodlust mitgenommen. Fair of Battle fand ich jetzt nicht so geil. The fuck, guck mal, der labert irgendwas von Smurfing, ne? Siehst du das? Smurfing, Duola, Selamun, Alaikum. Selamun Alaikum, ist das nicht in der Begrüßung? Ne, Salam Alaikum, oder? Ja, ist sagt man das? Schreibt man das so? Ja, schreibt man das? Ich weiß es jetzt nicht. Ja, das ist ja mal sick. Hat er uns begrüßt? Kann sein, ja. Ich weiß es nicht. Medellin Kartell. Alaikum. Was bedeutet Selamun? Wie will das immer sein? Selamun Alaikum hat er geschrieben. Ah. Ben Smurf Digilim. Fuck, Poppy Master Smurf. Master Smurf? Ja, also bald bin ich ein Master Smurf, Alter. Sehen wir zu. Selamun Aleikum. Warte mal, ernsthaft? Deutsch. Die denken halt wirklich, die Lane geht los, ne, klar? Die denken halt wirklich, du bist ein fucking Master Smurf? Vielleicht ist das gar nicht türkisch. Hä? Wie? Das ist doch türkisch. Ich bin Poppy. Ja, ich weiß, die denken wirklich, du bist ein Master Smurf. Ja, weil wir 18-2 stehen. The fuck, das kann doch nicht denn ernst sein, Alter. Die haben sich ja jetzt schon eingekackt. Ja, dann spielen wir mal wie ein Master hier, ne? Ja. Ich meine, wir sind ja hier Road to Master, also im Prinzip haben sie ja schon recht. Ja, ja, klar, natürlich. Im Prinzip haben die eigentlich schon richtig recht, ja. So, dann gehen wir mal kurz B. B, 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 B. Holen uns unser Dschungel-Item. Ich glaube, ich werde deine Lane einfach sitten. Genau, schön Poppy feeden. Schön Poppy fett machen. Ja, oder du feedest dich halt selber schon. Hä? Warum haut die ab? What the fuck, warum hat der Schiss? Das, Kollege. Ich würde aufpassen, Claire. Flash. Ah, die kommt nicht rüber geflasht. Nee, die wäre dann an die Wand geklatscht, ja, wollte Gott sagen, dann hättest du sie übelst gefesselt. Ja, aber ja, hättest du machen können. Ich kann gleich mal top kommen, Matt. Alles klar, Mann. Die wird bestimmt greeden. Ah, hat sie geflasht. Hast du geflasht? Nice. Die hat geflasht, ja. Ja, dann schön mal, lass die mal irgendwie. Ah, die geht back. What the fuck, die hat dieses komische Dings mit, ne? Hier, 30% Movement Speed Shit. Echt? Ja. Lol. Weiß ich nicht, ich kenne Riven Spieler nicht mit den neuen Masteries. Okay. Der weiß, dass ich hier bin. Der weiß, dass ich hier bin. Hier ist, Top Lane, du bist RIP. Ja. The fuck, hast du versucht, die beide zu fallen? Oder? Nein, ich hab die geproxied. Aber ich hab einen das natürlich unluckigerweise hoch. Ich hab dir einen langen Brief geschrieben, dass dich alle Kinder lieben. Und ich hoffe, du liebst doch nicht. What the? Oh mein Gott, ist nicht dein Ernst. Was denn? Die hat echt mit 10 AP überlebt, nach meinem Q. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Oh Gott, ist das ätzend. Jetzt unlucky, mein sagst du? Oh mein Gott, das ist echt so mega unlucky. Ah, die wollen die Golems machen. Ja, können sie auch nicht. Lass dich nicht überraschen. Ich hab denen ihre Lane ja reingefuscht. Oh, das war so bad, Alter. Vor allem, weil ich auch noch geflasht hab. Übelst dämlich. Warum brennt die Krabbe? What the fuck? Naja, das ist ja nicht so schön. Aber naja, ich farm einfach. Bis jetzt scheint ja eigentlich alles gut zu laufen. Botlane ist auf jeden Fall, Midlane ist auf jeden Fall okay. Der hat gut gefarmt. Botlane hat einen Kill. Der Ezreal hat jetzt ein bisschen weniger Farm als die. Daher ist okay. Riven ist wieder low. Also ich bin auch mega vorsichtig, ne? Weil die mich übelst respektiert. Ich
Alter, respektiert die dich, ne? Das ist echt unglaublich. Wie auf jeden Fall. Botlane sind die auch echt mega verhalten. Also die gegnerische Botlane irgendwie ist mega passiv. Ich könnte mal top kommen, aber ich weiß nicht. Ich glaube, da bringt nicht viel. Shyvana war im unteren Jungle jetzt. Also Boss keine Angst haben, die kommt nicht. Ich bin auch am überlegen, ob ich den Red Smite nehme. Der Red Smite reduziert doch immer noch Damage, ne? Ja. 1 gegen 1, ne? Ja. Ich komm mal top lane. Mal sehen, vielleicht können wir was reißen. Pass mal ein bisschen auf, Mage. Ich glaube, die hat gewardet. Ja, die hat gewardet. Ja, geh weg, geh weg, geh weg. Der Teleport. Der meinst du, jetzt machen wir erstmal einen Teleport rein. Richtig geiler Teleport. Die haben auf jeden Fall übelst Schiss. Hau die gegen die Wand. Oh, lass sie weggehen. Nein, nein, lass mich nicht. Ja, ja, ich mach doch gar nichts. Chill. Ja, du Schlingel. Chill deine Base, Alter. Wir können den Dings machen. Den Rift Herald, wenn du willst. Nee, will ich nicht. Okay. Shyvana ist hier. Incoming, bra. Malzo ist auch hier. Nee, lass einfach. Scheiß auf die. Ah, mir fehlt leider noch ein bisschen Gold, ey. Ich hab leider noch keinen. Ich glaube, hätte ich den Kill bekommen, dann hätte ich jetzt genug haben können. Ja, warum hast du den Kill nicht genommen, hä? Ja, ich weiß auch. Ja, ich hätte ihn ja eh nicht nehmen können. Ich kann mir nicht mal ran. Aber ich wollte halt wenigstens, ne, hinterherlatschen und sehen, wie die stirbt. Ach so, ja gut, ne? Ja. So, ich hab Ulti. Wir können jetzt vielleicht mal gleich was machen, mal gucken. Was hat die Shyvana denn bis jetzt? Ja, das ist auch wieder so ein Bug, Alter. Ich sehe die und bei mir hat die ein Minion. Ein. Obwohl die gerade neben mir stand. Alter, wie finde ich jetzt hier Sunfire Cape? Geht's einfach nach Kosten. Kost 2, 3, ne, 2, 7. Gott sei Dank, Alter, gefunden. Ich hab grad Sunfire oben eingegeben, aber das hat er nicht gefunden. Ich dachte, hä, ich hab's euch nicht eingegeben. Und dann fiel mir ein nachher. Ach ja, türkischer Server. So, ich geh mal eben weg. Devora? Lass dich nicht verraschen. Lol, die diven den nicht wirklich. Ne, einfach weg. Oh mein Gott, Jinx. Oh, Jinx ist dead. Rip, Jinx. Oh mein Gott, sie stirbt halt nicht mal. Oh mein Gott, der ist tot. Boah. Oh, einfach übelst zerfickert. Oh. Ah, der Malzahar geht, glaube ich, auch weg, oder? Der soll mal seine Pepperonis chillen, Alter. Also die Minions, die sowieso sterben, die kann ich mir auch mitnehmen, ey. Da braucht er sich nicht ins Hemd machen. Alter, der Master Yi sagt so geile Sachen, ne? Das ist Wahnsinn. Muss mich mal kurz konzentrieren, ja. Die Fotze, die das fertig macht. So, was wolltest du sagen? Master Yi sagt coole Sachen, alles klar. Der Master Yi sagt cool. Mich erinnert der Master Yi-Sprecher irgendwie an diesen... an so einen Anime-Sprecher, weißt du? Von Naruto oder so. Guck mal, haben wir schon einen Diamantspieler dabei, das ist lustig. Ernsthaft? Guck mal. Ey, immer noch Platin 1 und 2er. Ja, aber immerhin, ey, überleg mal, ne? Wenn die Platin 1 sind, ne? Ich bin Gold 2 mit dem Account. Also es wäre sogar echt möglich, dass ich die Promo skippe. Einfach das komplett. Fällt halt auch voll auf, dass wir Duo sind, weil wir beide 18-2 haben. Ja, natürlich, das ist der Gute. Wir haben einfach beide dieselben Stats. Das ist die Bedrohung. Überleg mal, ne, aber die beiden Games, die wir verloren haben, ne, das waren halt Games, wo man echt sagen musste, also der eine habe ich halt echt einen scheiß Champion gespielt, so. Da habe ich ja Kayle gespielt oder so. Oder nee, was hatte ich da gespielt? Nee, Six, ne? Genau, Six war das. Das war noch in den Placements. Und, aber ansonsten, das andere war da ja das Game, wo der Esshöhl, ne, wo wir das Gefühl hatten, der war selber gesmurft, ne? Ja. Dieser 18-0 Esshöhl, genau, oder was das war. Schlecht. Der hat ja so einen deutschen Namen gehabt. Ja, das war ganz merkwürdig. Deutscher Name. Aber ansonsten gingen die Games bis jetzt eigentlich. Also auch wenn wir mal behind waren.
War das echt sweet so bis jetzt? Ja, muss das nicht 20 mal kriegen, Bro. Nice. Ich würde eigentlich schon gerne mal den Rift Herald machen, ne? Echt? Ja, da gibt's zwei Stacks. Der gibt halt zwei Stacks klar, ne? Ja. Willst du kommen? Ja. Ja, komm mal. Dann kannst du dir noch den Buff mitnehmen, da kannst du noch schneller reinpushen oben. Alles klar, Mann, nice. Easy. Warum spielst du eigentlich keine Iridia top? Weiß ich nicht, hab. So. Ich muss den aber smiten irgendwie. Den das hitten? Ja, ich glaube, sonst krieg ich nur einen Stack oder. Keine Ahnung, letztes Mal habe ich. Bei Chantau war das mal der Fall. Der hat irgendwie gar keinen Stack dann bekommen oder so. Ganz komisch. Bist du dir da sicher? Kann auch sein, dass das ein Bug war. So, ich komme ganz gut durch. Das Lustige an Devorah Jungle ist, dass man halt echt nichts machen muss. So, fast das ganze Game. Außer halt ein bisschen zu farmen. Hol dir das Schild. Oh mein Gott. Du bist halt schon mega der Boss, Alter. Du ja, brauchst halt Poppy, nichts Alter. Machen. Ja, respektiert mein fucking Master-Dasein. Mhm. Master Poppy haben sie doch noch geschrieben. Ja. Jetzt haben sie richtig Respekt vor mir. Pass mal auf. Ich mach momentan auch. Ich bin Impact. Impact Boy nennt man mich. Weil ich so viel Impact habe. Ja, du hast gar keine. Ach so, ja, ich verstehe die Anspielung. Verstehst du, ne? Jackson, oder? Jackson. Jackson. Rip. Let me see what happened. Lass mal die Krabbe rasieren. Oh, der hat mir die Heal hingelegt. Pantheon Damage. Immortal. Ich würde die gerne diven. Echt? Ich glaube, die wissen, dass ich hier bin. Sehr schöne Bart-Ult. Kann man nicht anders sagen, ne? Sehr schöne Bart-Ult. Mal eben 12 Millionen Gold abgeholt. Alter, die Lache von dem Drachen ist ja mega creepy. Holy fuck, Alter. Dann ist wieder hier oben. Oh, Chlor ist RIP, oder? Killt er sie beide? All eyes on Chlor. Chlor killt sie beide. Oh, doch nicht. Alter, wie die halt nichts machen können gegen dich. Das ist so behindert, Alter. Die können halt nichts machen. Total RIP. Hat nicht geklappt. Aber das ist halt das Schlimme, wenn man mit Poppy gefeedet ist. So, ne? Du gehst nicht nur auf Tank. Und bist alle, ein ja. Boss. Du bist halt ein Boss. Wirklich, du kannst jetzt auch noch auf ein Dings gehen, auf ein Deadman's Plate und fix sie trotzdem noch weg. Oder Iceborne Gauntlet einfach. Und Sprengung. Safe Call. Doch nicht. Doch kein Safe Call. Leider nicht genug Gold gehabt, ja. Naja. Was soll der Geiz? Ne, was soll der Geiz? Was ist mit der Morgana nicht richtig, Alter? Die ist doch echt komplett bescheuert. Alter, die ist so beknackt im Kopf. Boah, halt echt nichts machen soll, ne? Die kommen hoch, eventuell. Ne, ich geh jetzt mal weg. Kein Mana mehr. Lass mal die mal in Ruhe, die Riven. Geh mal woanders aushelfen hier. Vor allem, ich kann hier immer bei meiner Minute 14 auf 100 fahren. Das ist einfach so, weil ich einfach fahren lassen kann. Fahren auf die Fresse geht, dann respektieren sie sich. So hat das nicht fahren. Aber es geht. So, jetzt hab ich. Jetzt hab ich schon mein tolles Item. Jomus, Ginsus. Ginsus Rageblade. Ich bin einfach nur Poppy. Jetzt kann ich die Boys übelst wegklatschen. Ich kann rumpoppien. Und tun, was Poppien so tun. Fly am Bean. Fly am Bean sein? Poppy.
Hä? Ey, ganz ehrlich, ne, Klör, wir sind jetzt hier im oberen Platin, ne? Ja. Guck mal bitte den Itembild von der Morgana an. Ja, hä? Klar. Was ist das denn, Alter? Das ist doch komplett dumm. Ich meine, der Meister baut gar nicht schlecht so. Der baut halt ganz normal Rot, farmt okay. Kann man echt nicht meckern, aber was ist denn mit den anderen los? Holy shit, die sind ja komplett komisch. Ich meine, die Leute aus unserem Team sind ja auch okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du auf den türkischen Servern irgendwie manchmal Leute hast, die halt einfach komplett absturz sind. Weißt du, die halt einfach komplett daneben sind. Wie die Riven? Ja, die Riven wurde ja einfach nur outplayed. Die haben sich ja schon, bevor das Game losging, haben die sich ja schon in die... Oh, die haben mich echt... Oh mein Gott, bin ich dumm. Ja, womit haben die das denn gekriegt? Ja. Oh, ich bin richtig tilted, Alter. Ich hab, weißt du, was richtig unlucky, Alter? Genau in dem Moment, wo ich... Hä? Was ist mit der Morgana los? What the fuck? Wow. Genau in dem Moment, wo ich auf den Drake guck, also wo ich den Drake angreife, kommt erstmal irgendwas auf mein Handy, Alter. Ich sehe das im Augenblick, guck da hin und sehe nur, wie irgendwas mir mein Drake wegnimmt. Klingt nach Ausreden. Richtig viel, Batman. Ja, natürlich klingt das nach Ausreden. Das soll ja auch eine Ausrede sein. Alter, der Klör, ne? Der carried mich hier zu Tode. Richtiger... Boy. Oh. Schade. Oh. Hätte ich gerne gehabt. Hättest du den eigentlich gerne gehabt, klar? Ja, hätte ich gerne gehabt, Mann. Hätte ich einfach gerne gehabt. Weißt du, was ich noch gerne gehabt hätte? Da wird gesplashert. Das nenne ich Respekt, Alter. Die lassen mich backporten. Den Respekt habe ich mir erarbeitet hier. Erarbeitet? Ja, in dem Beruf tätig, da hat man halt den Respekt, den man sich verdient. Welchen Beruf denn? Der Beruf als Zerficker? Alter, ich bin ja nicht umsonst das Zerficker-Main, ne? Deswegen ist mein Nachname auch Culling. Culling? Ja, wegen Niedermähung. Ja, ja, klar. Übersetzung. Ja, ja, macht Sinn. Der ist Klör-Culling. Klör-Culling? Das ist dein Name, Klörring. Klörring? Achso. Ja. Deswegen nennen die auch alle Spiele Klörring, oder? Weil... Ja, ein der Ursprung bist. Meines Namens ist halt, basiert halt darauf. Ja, ja, ich verstehe schon, ja. Macht auch Sinn, weil... Ja, ist halt schon, ergibt auf jeden Fall alles Sinn. Ich fahre mir einfach die Botlane weg. Wie einfach in dem Game hier irgendwie gar nichts passiert und wir trotzdem gewinnen. Das fand ich auch bei dem letzten Game so bescheuert. Irgendwie, man macht eigentlich nichts und dann auf einmal steht man Minute 20 am Nexus. Ja. Wo du dir nur denkst so, hä? Wieso? Das ist komplett dumm. Irgendwie ist denen das scheißegal. Irgendwie ist denen das scheißegal, wenn ich hier die Botlane komplett durchdrück. Push du mal Toplane durch. Ja. Ich muss nur ein bisschen aufpassen, weil der Malzahar kann mich halt instant killen. Mit seiner scheiß Ulti kann er mich halt ewig festhalten. Ich bin top. Nice! Oh mein Gott, ey. Der Greed ist real. So, wir kaufen uns. Ich glaube, ich kaufe mir tatsächlich. Was kaufe ich mir? Schwierig. Ich kaufe mir, glaube ich, ein Deadman's Plate einfach. So, einfach diesen typischen AIDS-Build: Rageblade, Devourer und dann Deadman's Plate. Ich glaube, du bist tot, klar, oder? Oh, yep, ich glaube, du bist tot. Aber wie lange die gebraucht haben, ich meine, das waren viele. Na, vor allem sterben die alle, ne? Vor allem sterben die jetzt alle. Die Jinx bekommt alle. Selbst der Bart macht noch. Oh, der Q hat nicht getroffen. Oh, null. Wenigstens kommt er noch weg. Alter, da sieht man einfach, wie krass das ist, ne? Du bist einfach. Bist einfach so tanky, ne? Mit vier. Ich meine, klar, du hast natürlich Armor gebaut, ne? Gegen die. Der Einzige, der Schaden macht, ist natürlich der Malzahar, aber trotzdem, das ist so übel übertrieben, Alter. Ja. Wie du die einfach zerficken kannst. Und siehst du ja schon wieder, ne? Wir stehen Minute 20 schon wieder am Inhib, obwohl es eigentlich noch nicht mal wirklich viel passiert ist. Ja, und das ist halt wirklich schon fast Diamond, ne? Das sind das so einfach, wie auf irgendwas. Ich meine, ich zerfick die jetzt auch nicht übel, ne? Aber keine Ahnung, die lassen sich halt auch die Objectives nehmen, wie sonst was, ne? Guck dir da an. Alter, ich bin so ein Noob, Alter. Oh Gott, ey. Das ist so behindert, ey. Lauf, Schlampe, lauf!
Löffe doch! Löffe doch! Oh mein Gott, Bart! Bart! Lol, der kommt halt echt noch weg. Oh, ne, der kommt nicht weg. Ich hätte eigentlich gedacht am Anfang, dass die Riven aufsmurft, weil die irgendwas von Smurf gelabert hat, weißt du? So nach dem Motto, yo, hier, ihr habt einen Smurf, ich bin auch ein Smurf. Ja. Aber die haben auch, glaube ich, nicht so eine hohe Winrate, oder? Keine Ahnung, hab ich nicht drauf geachtet. Die haben... Nee. Meistens sind negativ von denen. Lol. Warte mal, was? Negative Pops. Winrate? Alter. Die meisten, so zwei, also, drei Games Minen. Wie wär's mal mit Baron? Klar? Bist du ready? Alles klar, Mann. Bin ich am Startigen. Komm mal ran. Dann machen wir Baron und dann pushen wir durch. Dann können wir auch im Top-Lane am besten durchdrücken. Müssen nur mal ein bisschen aufpassen, der... Oh, der Malzahar? Oh, die Jinx ist so RIP, Alter. Oh mein Gott, die Jinx ist sowas von RIP. Wir sollten Baron machen. Keine Ahnung, was die sich da gemacht, Alter, was die sich da gedacht hat, ne? Pass auf, Claire, ne? Du bist alleine. Ja. Ich bin da. Ja, du bist tot. Du bist RIP, Alter. Ja, sowas sollten wir nicht machen. Das ist ziemlich dumm. Alter, ich kann auch nur rechts klicken. Ich glaube, du solltest jetzt einfach zum Baron kommen. Halt dich ja. Ja, das ist doch nur. 13 Sekunden. Ich weiß nicht. Die haben halt keine Ulti. Ich pushe einfach Mitte rein. Ja, die haben den eh schon. Obwohl, nee, haben die nicht. Boah, das wäre nicht hier gewesen. Oh, ich bin halt so Insta-Rip, Alter. Ich kann halt nichts machen. Das ist so dämlich, ja. Alter. Was? So dämlich, Mann. Ich hätte gar nicht reingehen sollen. Aber die haben den auch instant geklärt, ne? Irgendwie, ich weiß gar nicht, was das war. Ich glaube, Dings-Ulti, ne? Jinx-Ulti hat die noch weggesprengt, den Drake. Und dann konnte ich nicht mehr smiten. Alter, die wegficken. Was die aber auch machen, ich verstehe das manchmal nicht, Alter. Heilige Scheiße, das ist so krass. Die haben einen übelst geilen Fight gehabt, ne? Die haben übelstes Turnaround gehabt, so. Die haben halt drei Leute gekillt. Und dann machen die sowas. Komm mal zum Baron, Mate. Lass uns den einfach mal ficken. Was ist Baron? As you wish. Da können wir dann auch easy durchpushen. Hast du Red Trinket ab? Ach, du hast gar keins. Guck mal. So. Lol. Komm mal ran. Easy going. Zum Glück machen wir Drake, Baron. Ne? Weil die hätten den jetzt gemacht. Safe call. Es war keine Ulti mehr, aber das passt. Ich hab keinen Schaden genommen von Baron. Hä? 400 Damage von Baron genommen. Ja, ja, du bist auch tanky as fuck. Obwohl du keinen Magieresee hast, ne? Der macht ja nur magischen Schaden irgendwie, oder? Genau, du checkst nicht. Ja gut. Weil der Bart, Alter, ich weiß nicht, was der denkt, aber der hält sich für einen Api-Carry. Ja, der Bart ist ziemlich cocky, das stimmt. Lauf mal, klar. Einfach weg. Lass einfach auf unsere Mates warten, Mann. Die Jinx will den Red-Buff nehmen. Ich glaube nicht mal, dass ich hier den geben will. Weil ich meine, ich bin fucking Master Yi. Naja, ich will mal nicht so sein. Ich will mal nicht so sehen. So, lass uns jetzt einfach mal durch. Du könntest euch Top-Lane gehen, ne, Mate? Ja, hab ich doch vor. Wenn du Top-Lane gehst, können wir einfach durchpushen. Wenn er es auch hier. Wir pushen Mitte. Ich hab Flash ab. Hm.
Soll auf die Tower gehen. Jinx geht halt nicht auf die Tower, ne? Wir haben zwei hier oben, ne? Ja. Na gut so. Chill mal, chill mal. Mach mal nicht zu viel, klar. Mach mal nicht zu viel. Wir sind immer noch zu dritt hier. Wir können jetzt eigentlich reingehen. Das ist halt so geil, ne? Die geben halt einfach die Objectives komplett her, ne? Das ist eben vollkommen bewusst. Ich bin jetzt komplett gefightet. Oh, RIP! So, ich pushe jetzt Botlane auch noch. Alter. Oben der Inhib ist halt frei, ne? Nur mal. Oh mein Gott, die kommt echt noch. Oh. Oh, ich bin echt so RIP, Alter. Das ist halt lustig, die haben trotzdem alle Objectives verloren. Also so Fighten tun die gar nicht schlecht so, die machen halt Schaden, ne? Aber die verlieren halt trotzdem ein Objective nach dem anderen. Das ist halt übel dumm. Weil naja. Ich halt, weil ich, also mir prozentualen Schaden reindrückt mit Sated Devourer. Hm, naja, klar. Sated? Ja, Sated. Ach, wegen dem E meinst du, ja. Ja, die Riven ist ganz schön fies, Alter. Die Riven ist echt fies. Ich brauche eigentlich QSS, dann kann ich durch die durchrasieren. Ich geh mal Botlane. Versuch du mal. Oh. Und RIP. Die wurde vorher schon abgefangen? What the fuck? So, ich push mal Botlane. Push stop. I push bot. Das reicht. Ihr braucht eigentlich nur top gehen. Ich kann dann Bot zusammen. Ja. Aber ich glaube, die verstehen das gar nicht. Naja. Doch, die meisten, ja, Mann. Drake 45. Ich glaube, dass Drake so geschrieben wird. Mal gucken, ich habe jetzt auch meinen Deadman's Plate. Ich kann den halt leider nicht einfach so fighten, den Malzahar, weil der mich halt ultet. Push einfach mal Toplane rein. Pushen jetzt, ich push Botlane rein. Die kommt zu dir wahrscheinlich, Plan, ne? Pass auf. Versuch einfach wegzugehen. Oh ja, bin dabei. Ja. Die sind zu viert oben. Das ist halt so, keine Ahnung, so richtig dumm. So, die chasen dich halt mit 20 Mann, während die Botlane halt durchgedrückt wird, ne? Oh. Das ist halt so richtig dumm. So, die verlieren jetzt einfach wieder einen Inhib. Weil die einfach lieber dich chasen. Ja, zu viert vor allen Dingen. Zu viert. Einfach. So total dumm. Wo ich auch eine Frage so, whatever, Alter. Ich hab so viel Zeit damit geschändet, weil die haben ewig gebraucht, ey. Ich glaub, 15 Sekunden haben die gebraucht, um zu killen. Zu viert. Oh, da rennt er. Oh, Mann. Ja, ich bin tot. Der Stanjost! Vor allem, das Geilste ist, die haben halt 8 Kills mehr als wir und die verlieren einfach trotzdem, weil die jedes fucking Objective verlieren. Ja. Das ist so behindert, Alter. Warum chasen die auch mich die ganze Zeit? What the fuck? Ja, das verstehe ich auch gar nicht. Das peile ich überhaupt nicht. Ach, das kann ich überhaupt nicht verstehen, man. Das ist einfach nicht mal ein Verständnissinn. Alter, ich habe einfach 3-7-3 und ich bin trotzdem eigentlich zufrieden. Also natürlich, man sollte eigentlich bei den Gegnern hier wahrscheinlich 15-1 haben, aber ich find's okay. Wir spielen das ja taktisch aus. Ja, da sieht man halt einfach mal, wie viel Objectives einfach wert sind, ne? Ich meine, die haben nicht einen Turm. Die haben nicht einen fucking Turm von uns. Ja. Ich das ist halt so mega schlecht irgendwie. Push einfach top rein. Oh. Eine Minute bis Baron, so bis dahin sind die Inhibs auf jeden Fall noch nicht da. Und dann machen wir das easy. Success. Wir müssen halt nur gucken, dass sie uns jetzt nicht irgendwie unlucky fighten. Weil die sind halt schon. Strong sind die auf jeden Fall, das kann man nicht sagen. So. 30 Sekunden kommt der Baron, ne? Klar, wenn du kommst, push Topline rein und dann kommst du einfach zu Baron. Also dann machen wir den Baron. Das lädt erst 30 Sekunden. Utschmeier hat er das! Ne.
Pass auf, Klör. Geh mal da oben weg. Kommst du da weg? Ich will den Hinweis. Oh, brauch nicht ab, Alter. Wie der echt die Ult komplett durchzieht, ne? LOL. Oh mein Gott, das ist RIP. Oh mein Gott, das ist so RIP. Das ist so RIP, klar. Au. Das Game meinst du, ne? Ne, das Game ist nicht RIP. Alter, wieso hab ich... Oh mein Gott, bin ich behindert? Oh mein Gott, ich bin richtig behindert. Was denn? Ich hab doch eine QSS. Oh Gott, bin ich ein Noob. Oh mein Gott, bin ich ein Noob. Ey, bitte reporte mich nach dem Game. Baron, Lego. Oh mein Gott, bin ich dumm, ey. Dass ich aber auch nicht daran denke, Alter. Ich kaufe dieses Item echt viel zu selten, Mann. Das ist so dumm. Holy shit. Der zieht einfach die komplette Ulti auf mich durch und ich check's halt... Oh Gott, ey, das ist echt traurig. Das ist echt richtig traurig. Da denkt man sich einfach nur... Fields Batman. Okay, dann gehe ich Mitte. Zur Mitte, zur Tide, zum Sack, zack, zack. Oh, das war der erste Turm von denen. Wir können halt jetzt echt direkt Baron machen. Komm einfach direkt hin. Ich finde dich jetzt. Item. Okay. Komm mal ran, klar. Ja, ich suche gerade ein Item. Mach dich ready-made. Hassa ist Damage, ne? Da haben wir Hassa. Ölimün Danzi. Erstmal eine Runde Ölimün Danzi machen. Oh. Let's fucking go. Oh, du kickst ihn genau in dem Moment weg. Ich hab sogar QSS benutzt. Ich bin stolz. Der S betrügt mir. Das Game wird vielleicht noch ein bisschen schwieriger, als wir dachten. Ja, nee, wir dürfen uns einfach nur nicht so dumm catchen lassen. Das ist mega dumm. Oh, das ärgert mich. Damn, girl. Damn, you sexy bitch. Wir kriegen halt jetzt Türme langsam, ne? Wir müssen echt aufpassen. Botlane pusht da zwar rein, aber ich glaube, die können Baron nicht machen. Oh, komm schon. Nicht wirklich, oder? Das wäre jetzt echt sad, wenn wir das noch throwen hier. Das wäre echt sad. Aber da wäre auch ein bisschen noch meine Schuld. Kann Riven töten. Mhm. Master BD. Für die. Ich komme auch. Ich komme auch, Matt. Bleib einfach dran. Bleib einfach dran, Matt. Fucking RIP, Alter. Lass uns Baron machen. Lass mir wieder den Livestream, bitte. Nice. Danke für den Livestream, Mate. Bitteschön. Wollte ich nur ein bisschen vorhalten, damit die nicht so viel Schaden machen. Wir sollten den eigentlich machen. Also, ich glaube schon, das ist ziemlich klug. Ich heile mich mal kurz ein bisschen. So, so, so. Hättet mich, ne? Nicht, der hätte dich mal. Boah. Easy. Alles easy. Da, jetzt pushen so, wir gehen wir mal kurz back und jetzt pushen. So, QSS, 5er, den Trank holen und dann geht's ab. Jetzt gehen wir durch. Jetzt können wir richtig rasieren. Darf ich mich nur noch nicht, instant killen lassen. Aber das sollte gehen. Mit Mercurial mache ich 12 Millionen Damage. Wie viel hast du? 4000? Ja. Eigentlich müsste ich stehen wie ein Boss. Ich habe halt 2 Last Whisper. Sollten jetzt Mitte einfach durch. Mehr keine Power mehr da. Nicht den scheiß Blue Buff. Scheiß auf den Blue Buff, Mann.
Hä? Warum die wollen Botlane machen. Weg? Die wollen Botlane machen. Ja, wo ist die Logik? Warum sollten wir Botlane machen und nicht Top? Nee. Lass sie pushen. Ich push hier durch. Ja, hier ist halt Zizi Rot, das ist schon okay. Die Morgana ist halt echt komplett retarded, ne? Ja. Stepp nicht da rein, ne, Mate? Ich nicht. Oh, die Arbe. Nice. Sehr gut. Oh mein Gott, das stirbt halt echt rein. Alter, das kann nicht dein Ernst sein, Alter. Ich krieg den scheiß Inhib nicht. Oh, weil ich nicht ausweiche vor dem Morgana-Q, ey. Oh, ich bin so behindert, ey. Holt euch einfach den Inhib. Versuchen wir ja, aber die... war noch da. Ja, Midlane-Inhib ist down. Ah, ist ja schon. Toplane ist eine riesen Wave, ne? 20 Sekunden ist erst mal so wieder ab. Geht einfach hin. Safecore, geht einfach dahin. Die können nicht alles deffen. Holt die Minions noch an. Das ist ein riesen Wave, Alter. Wenn ihr die mit Baron Buff anholt, ey, guckt doch mal an, wie riesig die ist. Ja, die verreckt. Die verreckt. Killt die einfach in den Minions. Guck mal, wie viel Damage die kriegt. Easy. Bart macht Botlane. Ja. Die chasen euch halt wieder ewig. Guckt ihr das an. Das ist so Wahnsinn. Guck mal, die chasen euch ewig und der Bart macht alleine einfach den Ninep. Die scheißen halt komplett auf den Bart. Das ist so Wahnsinn, ey. Oh, die Shit. Echt krass. Boah, ich bin so fucking tanky. Ah, nice. Der hat den Inhib gemacht. Jetzt könnte er Toplane Inhib auch noch machen. Nice. Sehr schön. Lol, der ist... what the fuck, der ist echt tot? Ich hab ihn ignited und hat einen Lasset gemacht. Läuft bei ihm. Er hat 2 Sekunden in dem Feld von Malz an. Ich hab 400 Schaden genommen, 460. Ja, das ist heftig, weil das halt prozentual Schaden ja macht, ne? Und nicht gerade wenig. Hast du noch Baron Buff? Nee, ne? Nee, ist aufgelaufen. Alles klar, Alter. Easy win hier. Yeah. Ja. Ja, das war eigentlich schon ziemlich also auch ich hab richtig scheiße gespielt, Alter. Das war schon... aber du hast richtig gemerkt, wie du... wie du, Zafer, wie Alter, du einfach anhand von Objectives das Game halt so leicht gewinnen kannst. Also obwohl ich, also ich habe richtig kacke gespielt, so. Ich hab ein S bekommen, ja, die auch wenn ich S, auch wenn ich ein S bekommen habe, aber trotzdem, das war so bad, Alter. Die von dem war schlechter als das Endgame. Muss. Ja, guck mal, ich habe 11.900 Damage gemacht, ne? Ich bin halt, ich habe weniger Schaden gemacht als der Bart, Alter. Ich bin einfach nur reingerannt und habe die Objectives gemacht und keine Ahnung, ich hatte echt... ich hätte wahrscheinlich 10.000-fach besser spielen können. Aber das ist halt, da sieht man halt echt ganz gut, wie leicht das ist wirklich, wenn man Objectives macht. Ne? Die haben einfach keine Türme gehabt. Da hatten wir alle. Da hatten wir fast alle Türme. Das ist komplett dumm. Und ja, da finde ich, hat man ganz gut gesehen, dass der Kampf um Objectives einfach so wichtig ist. Man, wenn wir da nicht noch die ganzen Kills abgeben, dann ist das so leicht. Ne? Ich meine, die haben mehr Kills als wir. Die haben eigentlich auch theoretisch mehr Gold. Durch die Kills halt, nur weil die halt die Objectives nicht haben, kriegen die halt nicht so viel Gold wie wir, ne? Oh. Gut, Mates, dann würde ich sagen, was davor, wir sind in der Promo zu Gold 1. Wir kriegen ja Platin 1 Gegner und das heißt, ja, langsam geht's bergauf. Ich bin mal gespannt, ob wir die Promo schaffen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein.